Genau, also wir haben hier mal geöffnet das Programm, also das Projekt von einem unserer aktuellen Tunes. Vielleicht habt ihr es schon gehört, In the Future mit der Jenna G und mit dem Future Bound. Wir haben quasi den Tune ein bisschen schon gehabt, ein bisschen vorbereitet gehabt. Aber uns war nicht wirklich gut genug. Aber dann ist der Future Bound gekommen und hat halt zufällig ein Intro genau im selben Key gehabt. Und irgendwie haben wir das ein bisschen zusammengebastelt. Und dann haben wir gesagt, wow, irgendwie passt das extrem gut. Ich würde sagen, fangen wir mal mit den Drums an. Fangen mal an. Das ist der eigentlich der Main Part, der sich so verändert hat in den letzten Jahren. Es ist eigentlich nur mehr wirklich ein dicker Kick und ein Snare, im Drum and Bass zumindest. Wir arbeiten eben mit Fruity Loops 10 jetzt. Das ist echt ein super Programm. Man sieht, hier sind die Automationsspuren, Filterverläufe, Volumeverläufe und so weiter. Hier sieht man die Audiospuren, teilweise eben sind Audiospuren das, was uns eben der Brandon, der Future Bound, uns damals geschickt hat. Oder eben, wir müssen auch öfters mal re-rendern, wenn man auf einem Element wirklich extrem viele Effekte benutzt hat, die extrem viel CPU, also Computerauslastung gebraucht haben, muss zwischenrendern und dann mit der Audiodatei weiterarbeiten, damit wirklich immer ein flüssiges Arbeiten möglich bleibt. Gehen wir mal ein bisschen runter noch. Hier ist das Vocal von der Jenna G. Zu den Effektierungen vom Vocal und so weiter kommen wir ein bisschen später. Wenn man eben so ein Pattern jetzt öffnet, dann schaut das so aus. Das ist quasi, eigentlich ist es ein bisschen wie ein Drumcomputer, diese Pattern-Systeme. Man kann halt nachher auch noch Piano-Rolls reinholen. Aber wenn man jetzt schaut, das ist quasi jetzt mal die Drumspur. Also das sind, wie man sieht, eben damals, wie gesagt, ein älteres Projekt, da sind da so Kicks und Snares gelayert worden, ohne genau. Ende. Also wie man hier sieht zum Beispiel, Breaks. Diese grauen Sachen, das ist eigentlich nur ein ganz einfacher Sampler. Da haut man einfach dieses One-Shot-Sample hinein und man kann genau den Takt einzeichnen, wo es halt anschlagen soll. Da kann man dann noch verschiedene, die Polarity oder man kann es Time-Stretchen, Pitchen oder den Envelope, sogar Filter-LFO kann man da einzeichnen. Das ist einfach der interne FL-Sampler. Dann haben wir da den Slicer. Genau, das ist auch sehr gemütlich noch. Genau, wir recyceln oft unsere Drums aus anderen Projekten, zum Beispiel, wenn man einen guten Splashy-Break zusammengeschraubt hat in einem vorigen Projekt, dann wird er einfach gebounced aus dem vorigen Projekt wieder da hineingeladen in diesen Slicer. Meistens exportiert man schon so, dass die Slice-Markers mitgespeichert werden, damit man dann einfach das wieder hineinlädt und es wird wieder richtig zerlegt, gechoppt und man kann das dann einfach setzen, wie man will. Und das Coole ist, wir automatisieren oft Geschwindigkeit in unseren Projekten. Also es kann sein, dass wir von 175 BPM jetzt auf 128 runtergehen. Und dann, was wir jetzt bei dem Projekt zum Beispiel auch haben für unsere Drums, ist Addictive Drums. Was eigentlich ein ziemlich lässiger Drumcomputer ist, der auch qualitativ sehr gut ist. Also genau, ich spiele einfach also mal auf. Das simuliert sozusagen ein echtes Schlagzeug. Genau, und da haben wir jetzt zum Beispiel Overhead haben wir da. Da haben wir das Kit. Genau, und das schlagt einfach den Cymbal die ganze Zeit an. Was wir dann meistens machen, wir verwenden es einfach als Overhead zu unserem Drum Break, damit der ein bisschen Fülle kriegt, damit der netten Overhead bekommt. Kennen das meistens Sidechainen, wir nur, dass das ein bisschen Groove kriegt, der ganze Break, damit er nicht ganz so statisch klingt. Hier haben wir dann meistens halt so die Main Melodien und die Synthesizer. Zum Beispiel beim In the Future, eben, was auch ein bisschen ein Trademark-Sound von uns ist, haben wir halt so. Ah ja, genau. Da wären wir eh schon wieder dabei. Beim Sidechaining. Der Synth alleine klingt so, aber dadurch, dass er im Projekt gesidechained wird, sieht man den Unterschied da, Moment. Also genau. die Dynamik verändert sich. Was wir betreiben ist eigentlich nicht wirklich Sidechaining, sondern eher Peak Controlling. Also wir haben da meistens eine Ghost Kick im Projekt, die man gar nicht hört, die ist gemutet. Von der kann man nämlich super dann noch den Decay und so weiter einstellen und auf das natürlich auch die Länge des Sidechains einstellen, des Sidechains. Das heißt, Peak Controlling ist eigentlich nichts anderes, als wenn dieser Ghost Kick ausschlägt, dann takt das Signal von diesem kontrollierten anderen Kanal. Also in diesem Falle jetzt zum Beispiel dieses Pad ist einfach Peak Controlled mit einem Ghost Kick. Ja, Ghost Kick heißt eben, dass es einfach ein gemuteter Kick ist, genau. Nur das Signal nehmen wir
um den Ausschlag vom Pad zu modulieren. Genau. Da ist man einfach viel flexibler, weil wenn man jetzt zum Beispiel die Kick nimmt, die in diesem Projekt, die man wirklich hört, haben wir zum Beispiel Reverb auf diesen Kick und dann ist einfach dieser Ausschlag, das Signal so lang, dass man das für Sidechain nicht mehr verwenden kann. Und deswegen nehmen wir immer den Ghost Kick. Das Lustige ist, dieser In the Future, dieses Projekt, das wir jetzt offen haben, das über diese 1,5 Jahre Produktionszeit, die das gebraucht hat, weil wir die Mixdowns immer verändert haben, sind diese dreckigen alten Oldschool Breaks immer leiser geworden und wir haben eigentlich den kompletten Mittenbereich weg equalized, weil es einfach viel zu trashy klingt und viel zu viel Platz braucht im Mix. Also es streitet dann meistens, vor allem wenn man es Stereo expandet, und das ist das Coole an so einem Splashy Break, an so einem Cymbal Break, den kann man echt gescheit enhancen, dass er extremst breit klingt, der komplette Break, und man hat trotzdem noch viel Platz für Mitten und Pads und so weiter. Also das ist eigentlich das Hauptaugenmerk, liegt jetzt darauf, dass man Kick und Snare wirklich laut im Mix hat und im Hintergrund einfach was füllt, aber nicht den kompletten Frequenzbereich jetzt wegnimmt. Wenn man anfängt, eine Midrange zu verwenden, die was wirklich Platz braucht, fangen die Frequenzen an zu streiten. Man merkt es auch einfach, die Produktion ist nicht mehr so klar, nicht mehr durchsichtig. Und eben, sie wird sogenannt Muddy, wird sie. Das ist der Bereich so um die 200 Hertz, so, was halt eben Muddy ist, halt einfach ein bisschen müllig und ein bisschen schlammig klingt es einfach. Genau. Es gibt eben so ein paar Frequenzen auch, vor allem bei den Drums, auf die man aufpassen muss. Das ist bei der Kick eigentlich eh so, auch Muddiness um 500 Hertz und so weiter, das ist halt auch ein bisschen der Bereich, wo es halt dann so im Wohnzimmer vielleicht zum Boomen anfängt, weil da eine große Resonanz ist. Beim Kick ist halt wichtig, dass halt bei 80 Hertz schön da ist und aber vielleicht bei also so für mich halt, bei 3000 Hertz ist so ein bisschen auch der Anschlag, der hohe, der tick, tick, tick und unten genau. Halt bum, bum, bum. Es gibt natürlich auch immer andere Möglichkeiten beim Kick. Es gibt Leute, die machen zum Beispiel den Roll-Off ein bisschen weiter oben, damit dann Platz für einen Sub ist, dafür Sidechainen es nicht. Wir Sidechainen meistens. Das heißt, der Kick kann wirklich im vollen Frequenzbereich unten durchschlagen. Oft wird die Snare mit dem gesamten Rest, mit dem gesamten Mittenbereich, Shuffle-Bereich gesidechained, so quasi, wenn eigentlich die Snare kommt, geht alles ganz kurz ein bisschen runter und dadurch ist viel Platz für die Snare. Dadurch kann man die Summe wieder ein bisschen dadurch kann man eigentlich die Snare ein bisschen leiser machen und dadurch die Summe ein bisschen lauter und dadurch hat man quasi einen lauteren Tune. Ich meine, wir wissen, Lautheit ist nicht alles, aber irgendwie haut es halt einfach rein, wenn der Tune laut ist. Eben, da kommen wir eigentlich gleich zum zweiten gefährlichen Bereich in die Frequenzen, vor allem bei den Drums. Das ist bei 3000, vor allem, es ist manchmal so, man hat die Drums, die sind voll okay und dann macht man den Tune laut und dadurch werden sie extrem scharf. Das ist bei, also insgesamt, scharfer Bereich ist sehr gefährlich bei 3000 Hertz, da muss man aufpassen. Also wie ich jetzt zurückgegangen bin in das Projekt vom Alten, habe ich da extrem viel killen müssen auf vielen Channels, weil es halt einfach jetzt für mein jetziges Erleben des Sounds und wie er halt denkt, das sein soll, war es halt einfach zu scharf. Und deswegen muss man halt 3000 Hertz ist was und das nächste, was hoch ist, was auch in die Ohren weh tut, ist 8000 Hertz. Man muss auch sagen, der Trend geht eigentlich in Richtung, dass alles dumpfer wird, weil je dumpfer das ist am Master, desto lauter kann man es dann limiten meistens. Also Noise hat das echt perfektioniert. Die haben wir immer, mir kommt vor, und was die zum Beispiel machen, ist, die distorten oder beatcrushen den Headroom ein bisschen, also den Bereich, sagen wir mal, von 4 bis 16 kHz, einfach, dass ein bisschen ein kristallklarer Sound und trotzdem nicht wehtut im Ohr, dass trotzdem die Spitzen, die Anschläge von jedem Element wirklich gut durchkommen. Bevor wir das Vocal processen, muss man natürlich dazu sagen, wir haben schon lieber gedoubelte Vocals recorded, also die werden auf zwei verschiedene Sessions recorded, damit man es dann wirklich übereinander synchronisiert legen kann. Oft sogar drei, also eins in der Mitte, eins nach links gepannt, eins nach rechts gepannt. So ist schon wirklich breit und dann, das macht der Reini meistens, der effektiert es dann noch drauf. Genau. Kannst du erklären, wie du das machst? Also, ein Plugin, das was wir gerade vor kurzem entdeckt haben und was eigentlich ziemlich wichtig ist für die neuen Produktionen, ist der NewGen Stereo Placer, der echt einen auch auf Synthesizern einen super Klang bewirkt einfach. Also man sieht eh, was der macht so ein bisschen. Genau. Eigentlich, was er macht,
Man sieht es eh, ein Preset Stereo in, Stereo out. Er macht es noch ein bisschen breiter, aber er macht einfach einen guten Klang. Also genau. Er spielt ein bisschen mit dem Ganzen. Dieses Tool ist eben echt empfehlenswert, muss man sagen. Weil das ist das erste, das wir entdeckt haben, was wirklich das Signal enhanced im Stereofeld, aber nicht auslöscht. Ja, Mono klingt es genau gleich, aber es hat einfach ein extrem, also es ist echt ein Geheimtipp, muss ich sagen. Also, was man, also ein guter Delay, der funktioniert leider in neuen Fruity Loops nicht mehr ganz so gut, aber trotzdem will ich ihn hier empfehlen, weil er free ist, ist der Bionic Delay und der hat echt. Also das ist auch sowas, da kann man halt so ja die Intervalle einstellen, aber oben ist noch der Groove und wenn du den halt verschiebst aus dem normalen, wird es halt auch extrem breit, weil die Saiten anfangen verschieden. Genau, die grooven einfach ein bisschen. Verschieden zu pendeln sozusagen und man weiß, gerade durch kleine Verzögerungen werden eigentlich Stereo-Effekte gemacht. Genau. Ein weiterer Geheimtipp für Delays ist eigentlich, das wissen die wenigsten, dieses Psych-Delay im FM8, man kann den FM8 als FX-Plugin verwenden, das mache ich eigentlich ganz gern. Das Coole an diesem Psych-Delay ist, man kann das Delay reversen, man kann den Pitch ändern und man kann zum Beispiel jetzt aus einem Percussion-Sound einen Rise machen daraus. Also man kann sich da echt wirklich spülen. Also was wir extrem viel verwenden, also eben auch, wir verwenden, wenn es schnell gehen muss, quasi nimmt mal geschwind die Fruity Loops Plugins, wenn du irgendwas hast, was echt auf easy einfach automatisierst, weil natürlich die internen sind immer ein bisschen leichter zum Automatisieren. Und wenn es mal wirklich gut sein muss, dann nehmen wir den FabFilter Pro Q. Also wir mögen einfach eigentlich auch diese Filter, wo gleichzeitig ein Analyzer dabei ist, weil man halt genau sieht, wo sind die Spitzen, bei welchen Spitzen muss man aufpassen. Da sieht man eh schon wieder gut, was ich vorher bei den Drums gesagt habe. Da ist so jetzt nicht so kritisch in dem Bereich, aber eher so in den Höhen, da sieht man eh genau, der Peak runter ist bei 3 kHz. Minus 5 dB, genau. Minus 5 dB sogar, weil auch bei dem Vocal ist es schnell mal scharf und auch schnell mal hoch. Der nächste, wie ich vorher erklärt habe, genau, ist so bei 7 bis 8 kHz, ja, sind eben genau. Und die, dann einfach ein bisschen Roll-Off im 20.000 Hertz-Bereich, den man meistens nicht mehr hört. Ja, genau. Was auch eigentlich ganz cool ist, was wir auch mal entdeckt haben, was den Sound schon fetter macht, auch was sehr mit Vorsicht zu genießen ist, der B82 Harmonic Maximizer. Also ich einfach da ein bisschen mit den Levels ein bisschen spielen. Er gibt dem Sound mehr Fülle, also Harmonien fügt er hinzu, aber man muss aufpassen, weil er fügt genau in den Bereichen, vielleicht bei in den Schafen und in den Höhen, gibt er mehr Kristallklang, aber es wird halt auch mal schnell nahezu scharf. Genau, also da gibt es einige so Plugins, so Soundgoodizer und Tubes. Also ich glaube, Dada Life hat jetzt auch so ein Plugin released, das ist ein Soundfattener, was eigentlich nichts anderes ist als ein Tube. Mit bisschen Equalizer und das auf einen Knopfdruck. Ist ganz cool, wir verwenden teils auch den Soundgoodizer im Fruity Loops, aber der ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil es klingt dann oft einmal zu resonanzig bzw. hebt der irgendeinen Frequenzbereich so extrem an. Ich glaube, das wäre es einmal zu dem Projekt. I see, it's not just free.